Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. Ja, wir machen wieder Daily Shop News und fangen erstmal an mit den Kommentaren. Da haben wir den ersten Kommentar von Maxi Max. Verteidigung ist aber wichtig. Das heißt, wenn schlimme Tina draußen ist, gibst du ihr einen Free Attack anstatt zu verteidigen. Sehr interessant. Okay, also es geht wieder um die Diskussion wegen Klaus Heißler. Schlimme Tina hat, wenn sie komplett fused, quad fused ist, 39 Leben. Und wir gehen mal ins hier hinten rein. So. Schlimme Tina hat 39 Leben, genau. Und eine Tom Landry Middle School hat auch 39 Leben. Ja. So. Viele meiner First Hit Combos zerstören beide Karten. Und sage ich mal, nicht jede ist Quad-Fused, sondern meistens kommen sie so daher mit 33 Leben oder eben hier die Tom Landry Middle School mit 33 oder sogar nur 29 Leben. Es ist meistens der Fall, dass sie nur Double-Fused ist, wenn wir nicht gegen die ganz krassen Gilden antreten. Und dann zerstört eigentlich fast jede meiner First-Hit-Kombos eine dieser beiden Karten. Mal ganz davon abgesehen, gab es eins meiner älteren Videos, war das gewesen. Da gab es ein Match, da habe ich auf einen Schlag, da habe ich zweimal mit einem Drunken Peter direkt hintereinander eine Bad Tina zerstört. Also, was ich damit sagen will, ist, ich habe ja nicht nur Angriffskarten, sondern meine Karten können auch verteidigen, wenn es notwendig sein sollte. Wenn es wirklich mal notwendig sein sollte. Das kann ein Bob, der hat auch Gas zwischendrin. Das kann auch ein Eugene Belcher. Ein Eugene Belcher hat First-Hit-Kombos. Gagaball ist jetzt nicht gerade die stärkste davon. Aber wie ihr seht, hier zum Beispiel Chief Cat Monkeys kann richtig ärgern. Two-Butt Goat kann eine schlimme Tina platt machen. Und ein Diorama Gene, der macht auch gleich am Anfang über 40 Schaden. Ähnlich ist es bei einem Hank Hill. Ein Hank Hill, da gibt es dann verschiedene Kombos. Da habe ich zum Beispiel die Dream Guitar, die richtig krank ist. Also um richtig schön viel Schaden zu machen. Zum Heilen habe ich hier einen Sticking Hank. Ein Chainsaw Hank, der Kettensägen Hank, damit zerstöre ich auch so ziemlich alles, wegen Gas. Und Craze noch mit hinzu. Wenn ich mal hier blocken muss, dann habe ich hier das Herumtorkeln. Ja. Oder mit einem Running Back Hank oder mit einem Teufel Hank habe ich einen First Hitter. Machen beide über 40 Schaden. Ja. Also zerstören eigentlich so ziemlich alles, was irgendwo in den Weg kommt. Ich kann damit angreifen, ich kann First Hit machen und ich kann damit auch verteidigen. Ähnlich ist es mit einem Peter. Ja, den Peter habe ich Quad Fused. Und bei dem Peter habe ich zum Beispiel den Chicken Fight. Wenn ich einfach mal von rechts und links angreifen will. Also wenn ich frontal Schaden plus nochmal Push zur Seite haben will mit der Bombe und mit dem Motivieren. Und dann habe ich noch das Boxen noch mit hinzu. Das ist richtig krank. Der Viking Peter ist richtig stark. Wenn ich sehe, da kommt einer mit einer billigen Pre-Combo oder so, kann ich auch theoretisch mal einen Sculptor Peter da hinsetzen und der haut sich dann einfach hoch. Ja? Und mit einem Drunken Peter oder mit einem betrunkenen Peter habe ich schon, wie gesagt, in einem einzigen Match mit einem einzigen Drunk Peter zwei schlimme Tinas platt gemacht. Die sind überhaupt nicht in Fahrt gekommen. Hier der Sexualkunde Peter, First Hitter, zerstört alles. Also nicht alles. Schlimm wird's nicht, wenn eine schlimme Tina gespielt werden will. Das ist nicht, wenn die gespielt wird und schlimm wird, dann ist es, wenn du nicht gleich von vornherein zerstören konntest und wenn die später im Match irgendwo, keine Ahnung, auf Slot 3 oder 4 da hinten angreifen kann, dann machst du aber mit deiner Verteidigung auch nichts mehr. Sondern dann bist du wahrscheinlich durch die Verteidigung überhaupt in die Situation gekommen, dass die da hinten angreifen kann.
Wenn ich mit dem First hier dran gehe, kann die gar nicht mehr angreifen. Ja, und ähnlich ist es hier mit der Stuffington Academy oder jetzt hier Tina, selbst auch, ich bin Mona. Wenn ich die Möglichkeit sehe, oh, da kommt nichts Starkes vorne. Balloon Fight. Hier wieder Chef Cat Binge. Kann ich, habe ich durch Leech und durch Gas, kann ich so, kann ich, kriege ich auch fast alles klein. Ja, was ich dir damit sagen will, ist, oder jedem anderen, es gibt Karten, die sind so effektiv, das sind Allroundern. Und dadurch, dass ich die mit diversen Karten mixe, habe ich die Möglichkeit, auf fast alles in irgendeiner Form zu reagieren. Wenn es mal notwendig sein sollte, dann setze ich dem irgendein Gasding vor die Nase, ja, und ziehe dem so viel Leben runter, dass er maximal 2 Runden oder so überlebt. Und dann ist die Karte auch down. Passiert mir gar nichts bei der schlimmen Tina. Ja. Schlimm wird's, wenn einer mit solchen Mythics kommt, hier wie mit dem Dr. Zoidberg oder so, der von vornherein schon hammer viele Leben hat. Die kriegst du gar nicht per First Hit down. Also ich nicht. Ich krieg sie nicht per First Hit down. Und wenn die dann noch kombiniert werden, dann wird's problematisch. Und dann packe ich eben solche Sachen aus wie das Gas oder so, ja. Weil die kriegst du nicht mehr an Esther Klein. Aber der Klaus Heißler hat fast nur oder besteht fast ausschließlich aus defensiven Kombos. Und das will ich nicht. Ich will keine Karte im Deck haben, wo ich nur verteidigen kann mit. Ich will mit allen Karten die Möglichkeit haben, wenn es geht, sofern mir das Spiel das zulässt. Manchmal kriegst du ja auch nur die Kombokarten, manchmal kriegst du nur Charakterkarten und dann kotze ich. Dann kotze ich richtig. Da gibt es sogar ein Rumble-Match, was die nächsten Tage kommt. Also wenn jetzt der Rumble vorbei ist, dann werde ich die der Reihe nach hochladen. Da bin ich ausgerastet, schier ausgerastet, weil das war ein enges Match und da habe ich nur Kombokarten bekommen, habe deswegen das Match verloren. Bin ich bald ausgerastet. Ich hasse das, wenn das Spiel das macht. Ja, da kannst du halt nichts machen. Da machst du auch mit dem Klaus Heißler nichts. Kannst du auch nicht mehr verteidigen. Hast du keine Chance. Wenn du nichts kriegst, kriegst du nichts. Also, die ganzen starken Spieler, wie du weißt, bei uns ist auch Cutly beispielsweise in der Gilde, der hat auch schon Warhammer bezwungen, ja, und Warhammer sollte dir ein Begriff sein. Der macht das nicht mit einem Klaus Heißler. Ich habe den, ja, er hat uns das mal erklärt, wir haben ihn auch mal gefragt, der macht das auch alles nur mit First Hit. Ja, also sprich, der Gegner darf gar nicht erst in Fahrt kommen. Wenn der Gegner in Fahrt kommt, hast du ein Problem. Ja, und wenn du nur noch in der Verteidigung bist, bringt dir das sowieso nichts mehr oder nur noch wenig. Alles nur per First Hit und dann schaffst du es theoretisch, wenn du die richtig krassen Kombos hast, ja, die richtig viel Schaden beim ersten Angriff machen, dann kriegst du jeden platt. Dann kriegst du auch theoretisch einen Warhammer platt. Ja. Also, mir gelingt sowas nicht, weil ich habe jetzt nicht die Hammer Mythic Killer-Kombos, ja, weil ich ja Free-to-Play-Spieler bin, aber so läuft's halt. First Hit gewinnt immer gegen alles andere. Ja. Wenn du First Hit-Kombo hast, ist das Match gelaufen. Dann kann der Gegner nichts mehr machen, hat keine Chance mehr. Dann ziehst du das Ding durch, kannst einfach auf Autoskip eigentlich schon drücken und hast die 100 Punkte. Das zu dem Thema jetzt hier nochmal. Dann haben wir die sture Katze. Hi, kann ich später in euren Clan? Dazu, also muss ich Folgendes sagen. Clan 1 ist sehr anspruchsvoll. Also da, sage ich mal, sollte eigentlich alles so ab 80 Lechis aufwärts interessant sein. Also, wer über 80 Lechis hat und noch keinen gescheiten Clan oder sich noch nicht so wirklich wohlfühlt in seinem Clan oder so sollte, kann gerne bei uns nachfragen für Gilde 1. Das ist, wäre interessant auf jeden Fall. Gilde 2 setzen wir ein bisschen niedriger an, ja, aber da solltest du schon, also Minimum 20, 30 Lechis haben. Weil auch da, also die Leute, die nur 20 Lechis haben, die haben es echt schwer. Ja, deswegen, also ich muss, wie
bevor du zu uns kommst, musst du dich erstmal ein bisschen hochpushen. Musst du mal ein bisschen Erfahrung sammeln und Legis sammeln und so. Und vor allem nicht nur die Legis sammeln, sondern auch die Kombos, ne? Also die Kombos sind ganz, ganz wichtig. Ohne die Kombos bringen die ganzen Legis nichts. Und dann, wenn du dementsprechend genügend hast, dann können wir auf jeden Fall drüber reden, sture Katze, ne? Habe ich auch schon anderen gesagt, die ja schon hier angefragt haben. Immer, also gerade, wir nehmen Anfänger auch auf, klar, aber also unter 20 Legis macht es dir keinen Spaß bei uns, weil da wirst du nur verlieren, du wirst kein einziges Match gewinnen können. Deswegen. Und wenn es dir keinen Spaß macht, macht es uns dann auch keinen Spaß. Also das müssen wir vermeiden. Deswegen, wir wollen ja nicht demotivieren, sondern wir wollen ja alle ein bisschen Fun dran haben, ne? So, das wäre der Kommentar und dann geht's jetzt los hier. Na, mal wieder bei der Mamas altmodischen Geheimnisschatulle. Haben wir den Teddy nach wie vor. Da gehen wir in den Shop rein, gucken mal, was hier so Sache ist gerade. Da haben wir nach wie vor den Dr. Zoidberger. Man nennt die so gerne. Ich werde mir den auch irgendwann kriege ich den. So, und jetzt ist neu rausgekommen. Also wir haben nach wie vor die Hypno-Toad-Box, ne, mit Shoplift Addict. Hypnotoad, Chinchilla, Baked Evil Monkey, Lois Griffin und Steve Smith. Und dann haben wir hier die Half Dog Box. Mit halber Hund Jean, Jimmy J.R. Horse, Jimmy Junior Horse Kostüm, Doink, Buch der Zaubersprüche, Eugene Belcher und Hank. Yap, also sehr nice. Demnächst ja. Der Kostüm BGE wieder starten wird. Auf jeden Fall eine gute Wahl. Dann haben wir Eugene Belcher. Habe ich das letzte Mal euch ja schon ein bisschen was drüber gezeigt. Und dann gehen wir in die Meisterschaft rein. Und diesmal muss ich sagen, sind halt die Pay-to-Win-Spieler ganz klar im Vorteil. Leider. So, hier haben wir einen Ripped Bullock. Ripped Bullock ist jetzt natürlich in dieser Version hier nicht wirklich prickelnd, aber das Ganze gibt es ja auch in der Mythic-Version. Und man sieht schon, wenn wir den hier mit der Push-Ups zusammenspielen, dann kommt da schon etwas Besseres bei raus. Dann haben wir hier schon 14-fach Craze. Ja, da unten 15-fach Craze. Ja, 22 Leben kriegt er mit hinzu bei jeder gespielten Combo. Jesus Maria. Also das Ding 63, 27 Angriff. Das Ding ist schon nice. Ja. Aber da die meisten von uns ja keinen Bullock in Mythic haben, oder sich die Gems dafür jetzt leisten, für einfach mal die Kombos da hoch zu pushen, ist das aktuell für uns noch uninteressant. So, dann gucken wir rein in die Space Queen. Space Queen, Space Queen. Der Doppelklick nervt. Ja, auch die Space Queen, die ist aua. Die ist richtig aua. Aber eben auch wieder nur in der Mythic-Version. Ne? Mythic Space Queen hier mit Rogers Kleiderschrank. 10-fach Grace, 19-fach Revanche, 22, 67. Und das Schild. Schon nice. Und jetzt, wenn sowieso jetzt der Kostüm-BGE kommt, aua, da können wir doof aus der Wäsche gucken, wenn einer eine Haley hat und Rogers Kleiderschrank in der Mythic-Version. Plus hier noch die Combo-Recipes. Das ist eine Karte. Das ist zum Beispiel eine Combo. Da hast du echt ein Problem. 67 Leben. Ja. 19-fach Revanche, 10-fach Grace bei 22 Schaden schon am Anfang. Die kriegst du nicht so locker klein. Ja.
Selbst wenn du 20 Gas oder sowas da reinhaust, überlebt die trotzdem noch 3 Runden Minimum. Und wenn die dann vielleicht noch hochgeheilt wird durch irgendwas anderes oder ein Bodyguard oder so drauf ist, hast du ein Problem. Bist du ruckzuck tot. Das Ding tut weh. Ja, wer natürlich hier eine Haley in Mythic hat und zu viele Gems, das ist dann schon eine Wahl, ne? So, dann gehen wir mal rein in die nächste Combo und frage ich mich, was man damit soll. Da es den Dale ja nur in der Common-Version gibt. Und es hier die Combo Mastery sowieso erst ab Level 12 gibt. Wer spielt in Level 12 noch einen Common Dale? Ist diese Combo völlig überflüssig? Ist total überflüssig. So, das Ding, das kann man hier einfach mal schon mal rausschmeißen. Und dann haben wir noch den Günder. Doch mal den Günder. Los, der Günder. Was habe ich denn da jetzt gemacht? Und da habe ich einen Günder. Ja, und den schauen wir uns jetzt hier mal an. Der ist jetzt, ja, ist jetzt auch nicht so der Oberbringer, der Günder. Ist nicht der Oberknaller, der Günder. Den brauche ich jetzt auch nicht wirklich. Bedeutet also für die Pay-to-Win-Spieler heute solltet ihr im Shop zuschlagen. Für alle anderen braucht ihr gar nicht erst reinzugucken. Lohnt sich nicht wirklich. Wenn es euch geholfen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir, dem Herrn gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.